Herzlich willkommen bei Klagemauer TV, heute aus dem Studio Nürnberg. Überwachung weltweit. Im Bundesstaat Utah errichtet der US-Geheimdienst NSA, National Security Agency, neuerdings unter strengster Geheimhaltung das leistungsfähigste Überwachungszentrum der Welt, das wie eine Festung bewachte und für 2 Milliarden Dollar erbaute Datenzentrum soll im September 2013 in Betrieb gehen. Ziel der Nationalen Sicherheitsbehörde ist, weltweit alle privaten Datenbewegungen zu sammeln und auszuwerten. Bestandteil des Projektes mit dem Codenamen Stellar Wind ist zum Beispiel, dass von allen Amerikanern, aber auch von allen anderen Erdenbürgern verschickte E-Mails, alle Telefongespräche und auch Google-Suchanfragen erfasst und auf interessante Einzelheiten hin untersucht werden. Aufgrund der mittlerweile vorhandenen Rechnerkapazität und Leistungsfähigkeit der Software lässt sich der Großteil der verschlüsselten Nachrichten problemlos auswerten. Es stellt sich hier die Frage, welche Ziele werden mit der weltweiten Überwachung verfolgt? Geht es hier wirklich nur um unsere Sicherheit? NSA errichtet neues Spionagezentrum in der Wüste von Utah. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt baut der US-amerikanische Geheimdienst NSA in der Wüste des Bundesstaates Utah ein riesiges Überwachungs- und Spionagezentrum. Ziel ist es, weltweit Telefongespräche sowie Internet- und E-Mail-Verkehr zu speichern und mit Hochleistungscomputern zu entschlüsseln. Zusätzlich sollen auch personenbezogene Daten wie Google-Anfragen und andere digitale Spuren gesammelt und bei Bedarf ausgewertet werden. Natürlich liegt das Augenmerk der Agenten besonders auf dem Ausspionieren der Bankdaten, der Kommunikation zwischen Regierungen und Behörden sowie der Wirtschaft und dem Militär. Trotzdem muss uns klar sein, dass es mit einem solchen System quasi keine privaten Daten mehr gibt. So wird ein ehemaliger NSA-Mitarbeiter zitiert, der Daumen und Zeigefinger zusammenführte und sagte: So weit weg sind wir noch von einem schlüsselfertigen, totalitären Staat. Aus dieser Sicht muss es ein Alarmzeichen sein, dass die Deutsche Telekom ihr unabhängiges Telefonnetz aufgeben und auf reine Internettelefonie umstellen möchte. Damit wäre ein internationaler Zugriff auf jedes unserer Telefongespräche möglich. Vielen Dank für all die von Ihnen eingereichten Klagen, die es uns ermöglichen, vielen Menschen die Augen zu öffnen. Utah. In der Wüste von Utah bauen die USA ein gigantisches Spionagezentrum. Dort können weltweit alle E-Mails, Telefonate, Google-Suchanfragen, Reiserouten, Buchkäufe, Lebensläufe, persönlichen digitalen Daten gesammelt und ausgewertet werden. Einige Daten von Freunden aus Geheimdienstkreisen, die Server auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche. Auf einer weiteren Fläche von 275.000 Quadratmetern sollen Datenspeicher verankert sein. Unvorstellbare Menge an Informationen. Inzwischen wurden uns weitere Angaben zum Potenzial des neuen Rechenspionagezentrums zugespielt. Unkraut. Ziel des Endausbaus in 2 bis 5 Jahren. Totale Informationen über jeden beliebigen Erdenbürger. Auf einen Knopfdruck das vollständige Profil des Probanden. Es beinhaltet je nach Anforderung sämtliche Daten seit der Geburt des Abgefragten bis dato. Sämtliche Schulzeugnisse, sämtliche Benotungen durch Lehrer, Arbeitgeber und so weiter. Auf weiteren Knopfdruck sämtliche finanziellen Verhältnisse, Liste aller Freunde und Bekannten und vieles mehr. Dazu ein Schwächenprofil, das seine sämtlichen offenbarten und versteckten Vorlieben zeigt, ein Gesundheitszustandsprofil. Durch die immer schnelleren Rechner werden die Codebrechereigenschaften immer stärker. Wir kürzten, den Rest lesen Sie bitte auf lupocatifoblog.com. 1984 lässt grüßen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger.
Gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.